Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir wieder einen Blick zurück auf die Neuzugänge aus Juni 2018 und stellen uns die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Laut meiner Statistik waren es letztes Jahr 22 Bücher, die im Juni bei mir eingezogen sind und ich bin sehr, sehr gespannt, welche davon ich schon gelesen habe, welche noch auf dem Sub sind und ja, an was man sich vielleicht so ein bisschen dran noch erinnert, an die man gelesen hat. Und ich denke, wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam in das Video rein. Ja, da sehen wir noch eine blonde Steffi. Ja, und wir starten das Video mit Der emotionale Rucksack von Vivien Dittmer. Das war eine Empfehlung von einer lieben Freundin von mir, die das irgendwie wo entdeckt hatte und meinte, wir schleppen ja so viele gefühlvolle Dinge in uns mit herum, wie man die vielleicht aus dem Rucksack herauspackt, wie man damit umgeht. Ich fand das Buch irgendwie ganz okay, aber habe nicht so richtig verstanden, ja, was der Tipp sozusagen jetzt an mich bedeutet hat. Denn ich muss ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, dass ich sehr wenig in meinem Rucksack mit mir herumtrage. Hatte zumindest dieses Gefühl so im Nachgang des Lesens. War aber natürlich schon sehr neugierig, ja, was dieses ganze Emotionale ja so mit uns macht. Welche ja auch vielleicht Beleidigungen oder welche Erfahrungen, die man macht, sich eben auf das zukünftige Ich einfach auch übertragen, warum man manchmal handelt, wie man handelt und dass das eben doch sehr viel damit auch zu tun hat, was man in der Vergangenheit erlebt hat, denn das macht ja einen zu diesem Menschen, der man ist. Das nächste Buch ist Das Atelier in Paris von Guillaume Musso, war damals, glaube ich, das neueste Buch von ihm und ja, war, glaube ich, nicht so direkt meins. Ich hatte ja Musso so ein bisschen für mich entdeckt, dann aber letztes Jahr, ich glaube, nach einigen Flops und Abbrüchen beschlossen, nein, das ist nichts mehr für mich. Ich habe einfach gemerkt, dass Musso es schon irgendwie spannend macht, aber einfach so viele Irrungen und Wirrungen reinbringt und Wendungen gegen Ende, dass irgendwie alles dann doch wieder Sinn macht, obwohl es totaler Unsinn war, aber gut. Ja, Cat & Cole, die letzte Generation von Emilie Suvada, war ein absolutes Highlight im letzten Jahr. Auch der zweite Teil in diesem Jahr hat mir unglaublich gut gefallen und man darf sich wirklich nicht von diesem hässlichen Cover und Titel irgendwie abschrecken lassen. Wobei das Cover an sich ja gar nicht hässlich ist. Es passt für mich nur überhaupt nicht zu dieser Reihe, denn es ist wirklich eine utopische Science-Fiction-Story, die sehr düster ist, dunkel ist, wo es ja darum geht, dass eben ein Virus ist, dass die Menschheit eigentlich schon zwei Stufen weiter ist wie heute, mit Pets sich im Grunde perfekt und unsterblich macht. Und da passt einfach dieses Cover nicht. Aber das Buch war wirklich mega. Children of Blood and Bone von Tomi Adeyemi oder Tomi Adeyemi, kann ich gerade nicht lesen. Ja, ein wunderschönes Cover wiederum. War ein Buch, das total gehypt war im letzten Jahr und ich glaube auch heute noch. Der zweite Teil ist ja, glaube ich, herausgekommen. Ich habe den Hype tatsächlich nicht ganz verstanden. Ich fand es ganz schön, ich fand es ganz gut. Ich fand es auch sehr spannend, wie ja so ein bisschen ja all diese Fragen mal auf einer anderen Sicht gesehen wurden, aber es war jetzt nicht wirklich irgendwie ein Highlight. Auch ein bisschen enttäuscht war ich von Anthony Horowitz, Der Fall Moriarty. Das war, glaube ich, eine Medium-Ops-Bestellung, weil ich so angefangen fix natürlich von Sherlock war. Ich bin ein absoluter Fan von Moriarty und in dieser Geschichte ging es ja so ein bisschen darum, ja, im Grunde Moriarty zu beobachten, beziehungsweise, also ja, aus seiner Sicht, also nicht die Sherlock-Fälle, aber eben einfach ihn so ein bisschen näher zu kennen. Und Horowitz wird eigentlich, ja, doch recht ja, positiv bewertet. Man hört sehr viel Gutes davon. Es sind auch ja, die Romane von ihm so ein bisschen, die in der Sherlock-Gemeinde auch mit gehypt werden. Meins war es aber nicht so ganz. Das Jahr-Experiment von Shonda Rhimes wurde mir auch von einer Freundin empfohlen und hat mir sehr gut gefallen. Wir haben hier Shonda Rhimes, die, glaube ich, fürs Fernsehen gearbeitet hat oder auch arbeitet, die einfach mal sich vornimmt, ein Jahr lang zu allem Ja zu sagen. Also auch bei Dingen, wo sie irgendwie sonst eher zu einem Nein tendiert hätte oder Stunden überlegt hätte, sagt sie spontan Ja. Und sie erzählt uns in diesem Buch eben ihre Erfahrungen, was alles passiert ist und was sie eben auch darauf schiebt, dass diese positive Ja-Einstellung eben ihr auch Dinge gebracht hat, mit denen sie eben einfach überhaupt nicht gerechnet hatte, als sie damit begonnen hat. Hat mir sehr gut gefallen, fand ich richtig schön und ja, diese positive Grundeinstellung fand ich toll. Tiefer Fall von Annelie Wendeberg, ja, man sieht, ich war absolut im Sherlock-Fieber. Geht um eine Ärztin, die zu einer Zeit im Grunde von Sherlock lebt und als Mann, ich glaube, ist auch direkt der zweite Teil mit eingezogen, ja. Ja, der zweite Teil, die lange Reise. Und ja, es geht hier um eine Ärztin, die zur Zeit von Sherlock Holmes lebt und sich als Mann im Grunde verkleiden muss, um überhaupt ihren ja, Arzt sein zu dürfen. Mir hat Band 1 und 2 sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, Band 3 war dann nicht mehr so meins. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Ich mochte die Kombination eigentlich, so wie sie ein bisschen ans Werk
gegangen ist, zusammen mit Sherlock Holmes, den wir eben auch durchaus öfter mal treffen und so ein bisschen, ja, so zwei, drei Funken auch gehen, obwohl die Liebesgeschichte wirklich im Hintergrund spielt. Aber es hatte so ein bisschen Sherlock-Feeling, aber wirklich eher nur der erste Teil. Walk Away von Cory Doctorow war, glaube ich, ist das ein russischer Science-Fiction-Roman, wenn ich mich nicht täusche, war leider gar nicht meins. Hat mir nicht gut gefallen, habe ich, glaube ich, auch abgebrochen, wenn ich mich recht erinnere, und konnte ich persönlich leider gar nicht so richtig was damit anfangen. Ich glaube, ich habe sogar abgebrochen und gar nicht beendet. Mich hat hier natürlich Cover angesprochen, mich hatte auch der Klappentext angesprochen, ich bekomme es aber nicht mehr zusammen und war sehr neugierig, wie eben vielleicht einfach mal, ja, so eine russische Science-Fiction-Story, die so ein bisschen dystopisch angehaucht ist, sein könnte und wie ja, die im Grunde auch Spaß machen kann. Aber es hat sich irgendwo in Begrifflichkeiten verloren und ich glaube, auch mit den russischen Namen bin ich nicht so richtig zurechtgekommen. Ein Himmel voller Bücher von Amy Myerson ging letztes Jahr, glaube ich, auch so ein bisschen durch die Booktube-Gemeinde. Man hat es immer mal gesehen, weil wir Booknerds natürlich Bücher lieben, in denen es um Bücher geht. Und ich weiß aber, dass mir das nicht ganz so gut gefallen hat. Ich glaube, es fand es relativ langweilig, ein bisschen langatmig und es war nicht so meins. Dann Zerbrochene Krone von Lauren DeStefano. War es der zweite Teil der Reihe? Ich bin mir gerade nicht sicher, wenn es nicht gar der dritte ist. Eine Reihe, die wirklich mega spannend, innovativ gestartet ist mit dieser fallenden Stadt, war, glaube ich, Band 1. Und ich wurde aber dann so gegen Band 3 doch ein bisschen langatmiger, ein bisschen des Zufalls zu viel und es war irgendwann auch einfach gut, dass es dann vorbei war. Ganz anders bei Jackie Felguts Der letzte Liebesbrief, ein Buch, das mir im letzten Jahr ebenfalls super gut gefallen hat. Ich bin ein Fan der Bücher von der lieben Jackie. Hier ist auch Cover wunderschön und auch die Geschichte war richtig toll, weil wir wirklich hier so an verlorenen Plätzen unterwegs sind, um eben ja so ein bisschen diese Liebesbrief-Schnitzeljagd im Grunde ja so zu erleben und wir durchforsten eben nicht nur die Stadt, nicht nur die Plätze, sondern gehen natürlich auch wieder emotional in die Lebensgeschichte, die aber doch auch wieder ein bisschen so eine Liebesgeschichte mit beinhaltet und das kann für mich Jackie einfach wirklich perfekt. Also da bekommt sie mich immer wieder emotional, man kann lachen, weinen, man fiebert mit und auch in dieser Geschichte, die nicht nur, wie gesagt, ein wunderschönes Cover hat, sondern für mich auch wirklich ein absolutes Jahreshighlight war. Dann die kleine Sommerküche am Meer von Jenny Colgan hat mir ganz gut gefallen. Ich hatte ja vorher das mit dem Leuchtturm von ihr gelesen. Ich bin mir gerade schon nicht mehr so sicher, wie es hieß. Oder war es die Bäckerei am Strandweg? Nagelt mich bitte nicht fest. Und das hat mir sehr gut gefallen. Auch das habe ich hier gehört. Es war ganz schön, aber es war mir ein bisschen zu leicht, ein bisschen zu seicht. Und es hatte für mich nicht genug Tiefgründigkeit. Ich habe jetzt auch nicht den zweiten Teil gehört. Der ist jetzt, glaube ich, auch Anfang, Mitte des Jahres, also Anfang des Jahres oder Frühling rausgekommen. War okay. Aber nicht so ganz meins, dass ich mich voll überzeugt hätte. Arthur und die Farben des Lebens von Jean-Gabriel Cousset war ein richtig, richtig schönes Buch, hat mir super gut gefallen. Nicht nur von dem ja sehr abstrakten Cover, wie ich finde, sondern auch von der Geschichte, die eben ja schon natürlich auch mit Farben des Lebens zu tun haben und ja mir richtig gut gefallen hat. Und es hatte Tiefgang, es war auch wirklich sehr ja tiefgründig und man konnte so nicken auch immer mal davor sitzen und hat sich da treiben lassen und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, The President is Missing von James Patterson und Bill Clinton. Das ist tatsächlich jetzt das erste Buch in dem Video, was ich noch nicht gelesen habe, beziehungsweise gehört habe. Es war ja letztes Jahr auch in aller Munde. Es ist ja im Grunde so ein bisschen ein Thriller, ja, der natürlich um den Präsidenten geht, der verschwindet. Und wer könnte da besser miterzählen als Bill Clinton? Also James Patterson ist ja ein bekannter Autor und er hat hier zusammen mit Bill Clinton gearbeitet. Im Grunde wahrscheinlich einfach nur, um so ein paar Interna auch besprochen zu haben und mit einzubauen. Habe ich noch nicht gehört. Mir war gefühlt einfach gar nicht mehr, als das Buch so gehypt wurde, so richtig danach es zu hören. Dennoch ist es natürlich auf dem Sub und es lächelt mich immer mal wieder an. Aber aktuell, glaube ich, ist mir auch einfach nicht danach ein Thriller zu hören. Ein bisschen schade, aber ja, ist jetzt das erste Buch aus dem Video, was ich noch nicht gelesen habe, beziehungsweise in dem Fall natürlich auch gehört habe. Dann sind, glaube ich,
die ersten zwei Teile dieser Rock My Reihe rausgekommen, also Rock My Heart und Rock My Body von Jamie Shaw. Ich glaube, es sind die ersten beiden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da hatte mich ja die liebe Anka total angefixt und mir war dann irgendwie ein bisschen nach Rockstar und nach Liebe mit so einem Hauch Flirty und Erotik. Und ja, mir haben, ich glaube auch wirklich, der erste Band hat mir sehr gut gefallen. Der zweite Teil war noch so okay. Und beim dritten bin ich dann, glaube ich, gefühlt doch ein bisschen ausgestiegen. Das war nicht ganz so mein Thema. Einfach weil es, also man hat so eine Rockband, es waren, glaube ich, vier in dieser Band. Und alle vier Teile handeln von jeweils einem dieser Bandmitglieder. Und der eine hat eben eine Freundin, der andere schleppt alle Groupies ab. Der andere ist eher in sich gekehrt, trifft aber auch jemanden. Und natürlich ein bisschen Klischee, gar keine Frage, aber es war vom Schreibstil sehr schön und mir haben die ersten zwei Bände wirklich sehr, sehr gut gefallen. Der dritte, ich habe dann, glaube ich, den vierten auch gar nicht mehr gelesen. Palace of Glass, ebenfalls gelesen von C.E. Bernard, war ein richtig schöner Auftakt der Reihe. Ich glaube, das ist dann nur das echte Buch gewesen, das bei mir eingezogen ist. So rum ist die Story. Ich glaube, ich hatte das E-Book ursprünglich gelesen und das Buch ist, glaube ich, auch nicht auf den Sub gelandet, so muss man es, glaube ich, erzählen. Sondern es ist als echtes Buch bei mir angefangen, weil ich es mega fand. Und dann ist, glaube ich, auch noch der zweite Teil bei mir angefangen und beim dritten war ich ja dann raus. Und dann habe ich alle drei Teile wieder verschenkt. Ja, aber es war optisch richtig schön. Habe ich, glaube ich, von der lieben Tanja bekommen. Ja, Berlin Books. Und ich glaube, da war ich im Juni in Berlin, da hat sie mir das mitgegeben. Und einfach nur, weil es halt eigentlich ein Highlight war. Aber mit dem dritten Band hat sich dann ja alles so ein bisschen verändert. Ja, haben aber ein schönes Zuhause bekommen, war aber dennoch gelesen. Dann, ja, waren wir ja im Juni mit den Kingsianern in Berlin. Und da waren wir im Langer Blomqvist. Das ist im Grunde ein Laden, ich weiß gar nicht, ob das nur Mängelexemplare sind, es sind auf jeden Fall preisreduzierte Bücher, allerhand Bücher, ganz viele Bücher und auch wirklich preislich um einiges günstiger, als es eben die neuen Bücher wären. Und die haben aber auch keinen Ditch oder irgendeinen Schaden, sondern sind natürlich wie bei Mängelexemplaren immer ein bisschen günstiger. Und da war das erste Buch, was ich mitgenommen habe, Der Club von Takis Würger. Würger war eine Empfehlung und haben sich einige mitgenommen, haben wir dann auch in der Lesegruppe gelesen. Und ja, es war nicht so richtig meins. Es ist halt so eine Elite-Uni mit sehr viel Snob-Getue und auch einem Charakter, den ich nicht so richtig greifen konnte. Sprachlich war es auch ein bisschen merkwürdig. Also ich konnte die Schwärmerei nicht so recht nachvollziehen. Ich fand es auch nicht besonders oder irgendwie poetisch oder textlich irgendwie sehr gelungen. Man kann froh sein, dass es eigentlich nur so dünn war. Ich glaube, wir haben es auch beendet in der Lesegruppe, zumindest die meisten, aber es war nicht so richtig unseres. Dann sogar eingeschweißt, wenn ich das gerade richtig so, das ist ein Schutzumschlag, König Arthurs Untergang von Tolkien. Muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich das ja auch noch nicht gelesen. Ja, man muss natürlich für König Arthur irgendwie der Stimmung sein und Tolkien hat hier eben die Geschichte einfach so niedergeschrieben, wie er sie im Grunde interpretiert. Und ja, Tolkien hat sich ja immer an geschichtlichen Wahrheiten, sage ich mal, auch bei Mittelerde an irgendetwas angelehnt. Und ja, so macht das natürlich auch bei König Arthur. Also das zweite Buch, was ich jetzt noch nicht gelesen habe. Und dann ist auch noch bei mir eingezogen Geständnisse von Kanae Minato. Ein Buch, das ja total gehypt war, was erzählt wurde, das schlimmste Buch ever und mit auch diesem Psychofaktor, der einen nicht mehr loslässt. Und ja, dem kann ich zustimmen. Das Buch hatte wirklich Sogwirkung. Hier geht es ja um eine Lehrerin, der ihre Tochter im Schulpool ertrinkt und irgendwie sagt sie dann vor der Klasse, ihr seid alle schuld. Und dann lüften sich so die Geheimnisse der einzelnen Kinder und es ist natürlich schon ganz schön heavy, man muss das ganz ehrlich sagen, aber ich habe da viel mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass Leute danach nicht ruhig schlafen konnten, fand ich so ein bisschen, also mir ist das nicht so extrem nah gegangen, wie ich es wollte. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass man so gehypt war, aber ja, es war okay. Es gibt jetzt ja, glaube ich, auch ein neues Buch der Autorin. Zudem zieht es mich gefühlt aber auch nicht, aber vielleicht braucht es auch einfach ein Jahr und demnächst ein langer Blomqvist, dass man da im Grunde zukommt. Ja, das Buch hatte, glaube ich, so ein bisschen eine Schramme unten, aber das fand ich jetzt persönlich auch nicht weiter schlimm. Und dann, glaube ich, müsste jetzt noch ein Buch kommen, weil es waren, glaube ich, vier Bücher und auch das habe ich noch nicht gelesen. Und zwar These Broken Stars, der zweite Teil von Amy Kaufman und
Punkt, 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 Spune, nach Vorname vergessen. Ja, das gab es, glaube ich, für 5 Euro, ist der zweite Teil. Und ich fand den ersten Teil, den habe ich in sehr guter Erinnerung. Denn wir haben hier natürlich so ein bisschen eine Liebesgeschichte, so ein bisschen auf Science Fiction. Ich glaube, im ersten Teil sind sie irgendwie auf einem Planeten einfach gelandet, weil die Welt ist irgendwie im Weltraum unterwegs, auf verschiedenen Raumschiffen. Und da im ersten haben sich ja irgendwie 2 Jugendliche getroffen, die nicht hätten sein können. So ein bisschen Romeo und Julia im All. Und sind dann auf einem Planeten gelandet und fand ich mega, hat mir gut gefallen. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich wirklich damals nicht direkt weitergelesen habe. Habe jetzt aber den zweiten Teil sozusagen da, also ist jetzt das dritte ungelesene Buch. Und ja, auch das sollte demnächst vielleicht einfach mal gelesen werden. Der dritte Teil war, glaube ich, nur 1 oder 2 Mal da. Da waren andere Booktuber schneller wie ich. Aber sollte mir der zweite Teil, ja, wäre ja eigentlich mal ein cooles Sommerbuch. Sollte der mir gut gefallen, dann denke ich, würde ich auf jeden Fall auch weiterlesen. Und wer weiß, vielleicht zieht dann der dritte Band tatsächlich auch mal bei mir ein. Und das waren sie nun, die 22 Neuzugänge aus dem letzten Jahr. 3 davon sind noch nicht gelesen, finde ich einen Megaschnitt, wenn ich ehrlich bin. Also das ist wirklich Hammer, also dass man wirklich fast 90% gelesen hat und ja, der Rest noch ungelesen umhersteht. Und theoretisch überlege ich gerade, ob ich die Liste nicht einfach ein bisschen vorher mir immer mal schon anschauen sollte und dann vielleicht einfach schon mal in die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, schon mal reinlese, bevor ich dieses Video drehe. Aber ja, finde ich toll, 3 von 22, wirklich ein guter Schnitt und freut mich wirklich sehr. Und ich bin natürlich gespannt, welche der Bücher, die jetzt hier vorgestellt wurden, kennt ihr? Welche habt ihr gelesen? Habt ihr vielleicht eins der 3 Bücher, die jetzt von mir ungelesen sind, schon gelesen und könnt jetzt begeistert davon schwärmen, dann macht das gerne in die Kommentare, würde ich mich mega, mega freuen. Und ich ja, hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit meinem kleinen Rückblick aus die Neuzugänge vom letzten Jahr. Würde mich sehr über den Austausch ja, von euch freuen, also lasst uns in den Kommentaren schreiben. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.